Ich habe mittlerweile schon über 10 Länder allein mit meinem Wohnmobil bereist. Wie fühlt sich das an? Vor was habe ich Angst und was vermisse ich? Ich bin hier nun seit einigen Tagen in der Werkstatt in Griechenland gestrandet mit Sven und Sandra und mit Patrick. Und damit uns nicht die Decke auf den Kopf fällt, habe ich mal nach Fragen gefragt zum Thema Alleinreisen. Denn der Patrick ist auch allein unterwegs. Patrick? Ja? Sven und Sandra haben Hunger und die Leute haben Fragen. Ja, dann müssen wir die jetzt beantworten. Dann komm. Es gibt Kartoffeltortilla, weil wir Kartoffeln haben. Und statt dem Speck nehmen wir Möhren. Die erste Frage. Wie fühlt man sich grundsätzlich allgemein beim Alleinreisen? Bist du dir selbst gut genug? Selbst genug. Okay, noch einmal, sag's noch einmal. Bist du dir selbst genug? Also ich glaube, die Frage, wie man sich im Allgemeinen beim Alleinreisen fühlt, kann man jetzt nicht in einem Satz beantworten oder in einem Wort. Ich glaube, es gibt Höhen und Tiefen wie auf jeder Reise. Die Frage, ob man sich selbst genug ist, ist interessant. Ich glaube, jeder sollte sich selbst genug sein und auf Reisen lernt man das einfach nochmal mehr. Ich bin eine Person, ich kann mich zum Beispiel sehr schlecht entscheiden und mir hilft es total, wenn ich allein unterwegs bin, für mich selbst Entscheidungen zu treffen. Und das ist eine ganz tolle Übung für mich, weil ich sonst auch mal dann so andere Leute für mich entscheiden lasse. Und so kann ich irgendwie das einfach für mich lernen, dass ich eben nur für mich verantwortlich bin. Bist du dir selbst genug, Patrick? Und was sind deine Gefühle beim Alleinereisen? Ja, ich bin mir selbst genug beim Alleinreisen. Und ich finde es eigentlich toll, wenn man alleine unterwegs ist, dass man jeden Tag selber neu entscheiden kann, was mache ich heute, wo fahre ich heute hin. Und man da einfach sehr frei und flexibel ist in der Gestaltung des Tagesablaufes. Eine Frage, die da auch sehr oft kommt in den Kontext, ist, was der Unterschied ist zwischen allein und einsam sein. Und man muss natürlich mit sich allein klarkommen können. Ne? Das muss man natürlich auch erstmal lernen. Ich glaube, es ist auch normal, dass man sich an einem gewissen Punkt auch einfach einsam fühlt, wenn man alleine unterwegs ist. Also wenn man einfach mal eine Phase hat, wo man irgendwie nicht so viel Kontakt mit Leuten hat, dann kann schon sein, dass man sich einsam fühlt und das da muss man auch einfach umgehen können mit. Ich habe gemerkt, dass ich damit auch nicht immer gut umgehen kann, aber in dem Moment kann man es dann oft auch nicht ändern. Ja. Also mein Tipp gegen Einsamkeit ist auf jeden Fall wirklich gezielt auf Leute zugehen, auch wenn es schwerfällt, weil es bringt einfach nichts. Ich meine, klar kann man auch irgendwie daheim anrufen und mit da Leuten Kontakt haben, aber ein persönliches Gespräch ist einfach doch schöner als ein Telefonat. Das ist einfach so. Da muss man auch über seinen Schatten springen, sonst wird das nämlich nichts. Gab schon mal eine Situation, in der du ein sehr mulmiges Gefühl hattest? Ja, sogar auf dieser Reise. Das war in Slowenien. Da wollte ich einen Stellplatz ansteuern in den Bergen. Und leider hat mich das Navigationsgerät auf eine falsche Route geschickt. Und ja, dem bin ich gefolgt. Und dann bin ich fast stecken geblieben, weil es sehr schlammig auf dieser Route war und sehr viele Schlaglöcher. Und da hätte ich mich beinahe festgefahren. Und ich war natürlich da oben komplett alleine unterwegs. Und ja, das war so ein bisschen der Moment, wo ich dachte, oh je, wenn ich jetzt hier stecken bleibe, hilft mir keiner und dann bin ich wirklich auf mich allein gestellt. Hattest du schon mal ein mulmiges Gefühl? Ja, ich hatte schon öfter ein mulmiges Gefühl. Eine konkrete Situation war, da habe ich an einem Lost Place geparkt in Spanien, weil ich dachte, das wäre eine gute Idee und dachte mir tagsüber noch, das ist eigentlich eine tolle Location für eine Party. Und genauso kam es dann auch, dass da irgendwann nachts kamen dann super viele Jugendliche. Und die haben dann an mein Auto getrommelt von allen Seiten und wollten, dass ich aussteige. Das fand ich schon ziemlich beschissen. Aber ich habe einfach ausgeharrt und habe so getan, als schlafe ich. Und ja, dann irgendwann sind die weggegangen, aber das war schon blöd. So. Hi. Wir haben uns das einfacher vorgestellt, parallel zu reden und zu kochen. Die gekochten Eier pellen und grob raspeln. Wir haben ja noch gar keine gekochten Eier. Kartoffeln! Wir hätten die am Stück kochen sollen. So, wir müssen jetzt erstmal Wasser aufsetzen, damit wir die Kartoffeln kochen können. Und in der Zwischenzeit schälen wir die Karotten. Eine Frage, die ich auch sehr oft bekomme, ist, warum ich keinen Hund oder Katze dabei habe. Du bist ja auch haustierlos.
Ich finde einfach, in meiner derzeitigen Lebenssituation will ich flexibel sein, frei sein, reisen und das kann man dann mit Hund oder Katze einfach schlechter machen. Ja, Ist sehe meine ich auch Meinung. so. Also, ich hätte voll gern mal eine Katze, aber jetzt gerade macht es halt einfach irgendwie keinen Sinn. Und ich verstehe aber schon das Argument. Ich glaube, mit einem Hund vor allem würde ich mich, glaube ich, schon ein bisschen sicherer fühlen, weil man so das Gefühl hat, jemand kann einen verteidigen, wobei das auch auf den Hund ankommt. Aber ja, also, nee, Hund kommt, glaube ich, generell eher weniger für mich in Frage. So, wir haben jetzt hier die Kartoffeln weich gekocht und ich zerstampfe das jetzt gerade einfach mit der Gabel, weil wir haben jetzt keine Reibe oder so. Und da rein kommt jetzt gleich unsere Butter. Wie viel? Das Rezept ist nicht so ganz unser Freund, Machst aber du an der Löffel da? nee, Okay, 60 dann. Gramm Butter. Was sind 60 Gramm? 2 Esslöffel. Danke, Sandra. Bitte schön. Also, wir haben jetzt hier Salz, Pfeffer, Majoran. Wie lange dauert es, bis man sich komplett vertraut und sicher fühlt? Also, ich glaube, das ist so ein Auf und Ab, weil ich glaube, das Ultimative erreicht man da nie. Also, jetzt gerade haben wir auch wieder die Situation hier mit meinem Auto. Es gab schon oft Momente, wo ich mich unsicher gefühlt habe mit meinem Auto und dann gab es auch wieder Zeiten, wo ich mich aber voll sicher gefühlt habe und dachte, jetzt schockt mich nichts mehr. Gerade auch nach meinem Motorschaden dachte ich echt, jetzt schockt mich nichts mehr. Aber man kommt halt doch immer wieder in Situationen, ja, in denen ich jetzt gerade so ein bisschen das Vertrauen in mein Auto auch verliere und mir denke, okay, irgendwie ist das jetzt gerade gar nicht so gut. Und so ist es, glaube ich, auch mit dem Selbstvertrauen. Also leider gibt es halt immer wieder Situationen, die einen irgendwie rausbringen. Aber es kommen dann auch wieder Situationen, die einen halt stärken so. Und so tut man so in diesem kleinen Auf und Ab doch in der Gesamtbilanz, aber ein bisschen steigen. Also hoffe ich. Auf alle Fälle ist das ja auch ein Prozess. Und wie du auch schon so gesagt hast, wächst man, glaube ich, so an den Aufgaben, die einen so begegnen und an den Herausforderungen, die eventuell auch passieren unterwegs. Ja, mittlerweile sind dann die Kartoffeln Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es das was wird. hier drin. Wir werden sehen. Wir haben das auch noch nie gemacht. Nein. Welche Sicherheitsvorkehrungen nutzt du? Im Camper. Im Camper. Was für mich eher eine Rolle spielt, gar nicht so sehr die Sicherheit des Autos, weil ich glaube, wer rein will, kommt eh rein. Das ist bei jedem Auto so. Sondern eher zum Beispiel, als ich jetzt in Albanien war, habe ich mich ja mit einer Freundin getroffen. In Girokasta und quasi davor wurde ich sehr oft gefragt, eigentlich überall, wo bist du allein unterwegs und was machst du in Albanien? Und ich habe halt immer gesagt, so, dass ich mich mit einem Freund treffe oder beziehungsweise with a friend auf Englisch so. Ich meine, in dem Fall war es halt eine Freundin, aber viele sind halt dann automatisch davon ausgegangen, dass ich mich mit einem Freund treffe so. Und das lief eigentlich ganz gut, einfach zu sagen, I'm meeting with a friend soon. Und ja, ich glaube, das macht mehr Sinn, als irgendwie wildfremden Leuten, die man gerade erst auf der Straße kennengelernt hat, zu erzählen, dass man alleine unterwegs ist. Ich finde, da muss man ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören. Und deswegen habe ich mich damit eigentlich ganz gut gefühlt. Aber wenn man sich länger unterhält, dann ist natürlich klar, dass ich alleine reise. Und braucht man jetzt auch nicht per se verheimlichen, finde ich, aber einfach ein bisschen drauf achten. So, was man halt so erzählt, ist, denke ich, schon sinnvoll. Sicherheitsvorkehrungen habe ich eigentlich auch keine bei mir. Als besonderen halt. Besondere, ich habe tatsächlich einen Safe im Camper, aber da schließe ich dann doch mal so, ja, wichtige Sachen ein, wenn ich unterwegs bin, also den Camper verlasse, einen Tagesausflug oder irgendwo hingehe und vom Camper eben weggehe. Ich habe das auch noch nie gemacht, tatsächlich. Und die Muskatnuss soll da jetzt rein. Ist sie Ja, reingefallen? weg war sie. So, das Ganze muss jetzt erstmal 1 Stunde lang backen.
Also, wir haben noch zwei Fragen. Und zwar, jetzt ist es ja auch schon etwas später geworden. Wie ist es denn, wenn nachts Geräusche ums Auto sind? Bist du da empfindlich? Also ich habe normalerweise einen relativ festen Schlaf, sodass ich im besten Falle gar keine Geräusche nachts höre um das Auto herum. Wenn es dann aber doch mal so ist und ich bin wach oder werde wach durch Geräusche, dann gucke ich schon nach. Also ich stehe dann auf und guck mal so durchs Rollo, was ist los, weil ich finde nachts, wenn man so im Camper liegt, alles ist ruhig und auf einmal geht ein Geräusch los, dann wirkt das nochmal ganz anders als tagsüber. Wahrscheinlich auch aufgrund der Dunkelheit und man nimmt die Geräusche nochmal ganz anders wahr. Also ich gucke dann schon und prüfe, ob alles in meiner Umgebung in Ordnung ist und es ungefährlich ist. Ja, ich finde es schon skurril, weil tagsüber habe ich überhaupt gar kein Problem damit, wenn ein Auto neben mir parkt oder so. Aber sobald es dunkel ist und jemand parkt so direkt neben mir, denke ich mir schon so, okay, jetzt kommt mir irgendwie dieses fremde Auto ziemlich nah. Aber ich muss sagen, jetzt wenn wir zum Beispiel jetzt ja auch zu viert unterwegs sind, habe ich da kann ich das komplett ausblenden. Ich bin, wenn ich allein unterwegs bin, schon deutlich hellhöriger im Schlaf. Mhm. Würdest du sagen, es ist bei dir so oder nicht? Ja, ich glaube schon, weil du ja dann weißt, es ist noch im Notfall noch eine andere Person oder andere Personen noch da. Und ich glaube, dann kann man da auch ein bisschen das dann besser ausblenden, weil man nicht ganz alleine dann auf sich gestellt ist. Aber ich glaube, am Ende ist es einfach nur eine Kopfsache. Ja, es ist eine Kopfsache, ja. Ja, aber es ist schon so, wenn noch Personen mit dabei sind, ist das Sicherheitsempfinden oder Sicherheitsgefühl halt irgendwie anders. Ja, es ist irgendwie ein bisschen höher, das stimmt schon. Okay, Jana. Was vermisst du am meisten und was möchtest du nicht mehr missen? Also ich vermisse am meisten meine Großeltern, weil das ist halt Zeit, die man irgendwie leider einfach nicht nachholen kann. So. Das ist ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel nicht Vollzeit reise, weil ich das halt schon brauche, auch immer mal wieder da den Ausgleich zu haben. Auf der anderen Seite, was ich eben nicht mehr missen möchte, ist halt auch das Unterwegssein, weil ich merke, dass mir das total gut tut einfach. Ich fühle mich da sehr lebendig und macht mir einfach Spaß, gibt mir Selbstbewusstsein und mir macht es auch mega Spaß, einfach dabei zu arbeiten, zu filmen. Macht mir in Deutschland am Haus auch Spaß, aber ich finde es einfach auch so cool, wenn auf einer Reise so viel passiert irgendwie. Also ja. Ich mag diese Art des Arbeitens einfach mehr in diesem Filmprozess, auch wenn ich unterwegs bin. Und genau, also ich will eigentlich beides nicht mehr missen. Also, weißt du, was ich meine? Also ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Rhythmus quasi, dass ich immer mal in Deutschland bin, aber auch immer mal unterwegs bin. Ja. Immer so ein bisschen Abwechslung halt, ja. Genau. Ja. Okay. Fällt mir gerade wirklich nichts ein. Also ich vermisse wirklich gerade nichts. Ja gut, ich könnte jetzt auch noch sagen, klar, Familie. Das kommt immer gut, gerade wenn die Videos schauen. Ja. Wow. Geil. Das sieht ja klasse aus. Supi toll ist das geworden. Wie Kartoffelbrei mit Käsebrote. Ich glaube, das ist es im Prinzip auch. Ja. Mehr haben wir nicht gemacht. Nein. Aber gut. Sehr gut. Ja. Was ist? Naja. Schmeckst du nicht? Möchtest du die Knüppel auf den Kopf? Zeitlich sehr intensiv. Ja. Für ein mittleres Ergebnis. Ich gebe der Sache so eine 4 von 10 vielleicht, oder? Noch mehr Fragen zum Thema Alleinreisen haben wir in Patricks Video beantwortet. Sein Kanal heißt Way to Luck und den Link findest du in der Infobox. Außerdem wollten Sven und Sandra auch noch was zum Video beitragen. Also, das ist die Paula. Mhm. Und das ist die Elsbeth. Ja. Sehr süß. Ja. Vor allen Dingen das weiße Schaf ist sehr süß. Deins, ne? Ja, das schwarze ist bäh. Okay.